So, jetzt geht da auch die Tür zu. Jetzt fange ich einfach mal an. Und alle die, die noch draußen sind, kommen einfach rein, wenn sie wollen. Also nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Kerstin Grübmeier. Ich arbeite am Nationaltheater Mannheim als Chefdramaturgin im Schauspiel und bin Mitglied des Vorstands der Dramaturgischen Gesellschaft, die diese Veranstaltung auch als Kooperationspartner unterstützt. Und in dieser Funktion, da habe ich die Ehre, euch heute vor allem anzusagen, weil ich will euch ja die Möglichkeit geben, eure Projekte vorzustellen. Ich werde eine ziemlich strenge Uhr hier immer anmachen, die dann einfach bimmelt, damit es auch fair bleibt. Aber keine Sorge, ich glaube, alle kommen zu Wort. In eigener Sache möchte ich euch darauf hinweisen, dass auch wir am Nationaltheater Mannheim ein Klimaprojekt machen, das ich nicht vorstelle, aber es euch zumindest ankündige. Am 14. März nächsten Jahres wird es Premiere haben. Der Titel lautet 27 Jahre. Gernot Grünewald, der Regisseur, ist auch hier und wir zwei geben natürlich auch gerne Auskunft zu dem, was wir da treiben im Anschluss. Ansonsten dürft ihr das gerne im Anschluss googeln. Jetzt, ja, so macht man das, wenn man sich selbst die Präsentationszeit weggenommen hat, was aber total gut ist und richtig. Ich will ja, dass ihr eure Projekte vorstellen könnt. Als erstes kommt Christiane Hütter vom Netzwerk Invisible Playground zu mir auf die Bühne. Kleiner Applaus gerne. Und genau. Und wir legen gleich los. Ich übergebe an dich und du stellst uns dein Projekt vor. Und es ist immer so, ihr kündigt alles selbst an, damit ihr die Zeit habt zu sprechen. Und bitte. Ich kündige jetzt kein Projekt an, was es schon gibt, sondern einige Projekte, in denen ich gearbeitet habe und wo ich denke, dass sie großes Potenzial hätten, dass man sie noch weiter auf Theater übertragen kann. Dieses Bild hier steht exemplarisch für die Komplexität des Klimawandels. Man guckt drauf und fragt sich erstmal, was soll es und was möchte das dem Publikum sagen? Es stammt von der Website der Climate Media Factory, einem Forschungsprojekt vom PIC in Potsdam und der Universität in Potsdam, für das ich gearbeitet habe als leitende Autorin 2011, 2012. Und in dieser Zeit habe ich angefangen, mich zu fragen, wem möchte man eigentlich was erzählen? Denn ist es nicht, wenn man sich mit Klimawandel beschäftigt und Klimawandel kommuniziert, immer so ein bisschen Preaching to the Choir? Genau wie es auch am Theater oft sein kann, dass halt ein bestimmtes Publikum kommt, das eigentlich das schon weiß, was man erzählt. Wir haben jetzt hier schon von den ganz hervorragenden Vorrednerinnen und Rednern gehört, dass es ganz viel auch darum geht, Erfahrungsräume aufzumachen, dass es viel um Agency geht. Und nachdem ich aus der Climate Media Factory ausgestiegen bin und auch beschlossen hatte, dass ich nicht als Drehbuchautorin beim deutschen Fernsehen arbeiten wollte, habe ich angefangen, ganz viel Spiele zu machen im öffentlichen Raum. Viel auch im Theaterkontext, nicht nur. Aus genau diesem Grund, weil ich denke, dass man mit Spielen und partizipativen Prozessen Menschen noch auf eine ganz andere Art inhaltlich bilden kann und ihnen eben Erfahrungen vermitteln kann. Ich habe hier ein Spiel mitgebracht, es heißt Ocean Limited. Ich habe es gemeinsam in einem kollaborativen Prozess mit Ozeanforscherinnen aus Bremen entwickelt. Das wurde im Jahr 2016 und 2017 auch im Rahmen des Hochschulwettbewerbs des Wissenschaftsjahres finanziert. Es funktioniert vor allen Dingen so, dass Spielende dort Rollen übernehmen können von verschiedenen Akteuren, die weltweit auf den Ozeanen, um die Ozeane unterwegs sind. Ganz unterschiedlich skaliert, also von den Kleinfischern über Bürgermeister von Küstenstädten, über Cargo-Unternehmer, was natürlich irgendwie bedeutet, dass man ein relativ komplexes System machen muss, weil die alle ja unterschiedliche Ziele haben, es eine unterschiedliche Skalierung gibt, etc. Und in dieser Zusammenarbeit ist mir auch klar geworden, dass man mit Wissenschaftlerinnen zusammenarbeiten muss. Genau wie man eigentlich sich überlegen sollte, wer ist denn eigentlich das Publikum, wer soll kommen, wer soll mitspielen und können wir nicht auch diesen Kreationsprozess noch gemeinsam machen? Ich habe total vergessen, weiterzuklicken. Denn das ist nämlich das, was auch total wichtig ist. Wir wollen ja die Leute nicht nur didaktisch mit Informationen zuballern, sondern Erfahrungen sollen vor allen Dingen Spaß machen. Spiele können Spaß machen, wie man hier in diesem prototypischen Gamer sieht. Spiele können auch ganz andere Erfahrungen machen. Ein anderes, eine halbe Minute ist noch, oder? Ein anderes Spiel, an dem ich zum Beispiel mit einer finnischen Gruppe gearbeitet habe, hieß Wolfsafari Hamburg. Es fand um Kampnagel statt.
Und man startete als eine vereinzelte Gruppe von Wölfen, die an verschiedenen Stellen ausgesetzt wurden und sich durch Heulen finden mussten, um ein Rudel zu bilden, einen Elch zu jagen und zu verspeisen. Also man kann da sehr kreativ sein, was man sich ausdenkt. Und ich fände es total toll, irgendwie mit Ihnen allen ins Gespräch zu kommen. Am besten, wie man auch theaterübergreifend zusammenarbeiten kann und alles Wissen, alle Kompetenzen in spielerische, emanzipatorische Formate gießen kann. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Christiane. Ich mach's so. Danke, Christiane. Ich kann das nur sehr empfehlen, kein Problem, mit Christiane zusammenzuarbeiten, weil ich das selbst schon getan habe. Also nehmt es ernst. Vom Game-Theater kommen wir zum Staatstheater Darmstadt. Maximilian Löwenstein stellt ein Projekt aus Darmstadt vor. Und 3 Minuten sind hart. Die Zeit läuft. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe mir alles aufgeschrieben, ich lese es vor. Es soll 3 Minuten dauern. In der Spielzeit 2018-19, das läuft, genau, Trailer ab, läuft von alleine, ist alles getimt. In der Spielzeit 2018-19 wurde in der Regie von Sandra Strunz ein szenisches Projekt mit dem Titel »Wir werden mutig gewesen sein« am Staatstheater Darmstadt erarbeitet. Thematisch war das Projekt eine Recherche zum Thema möglicher positiver Zukunftsvisionen. Diese sollten insbesondere im Hinblick auf die verheerenden Perspektiven von Klimakrise und ansteigender Tendenz gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entwickelt werden. Das Leitungsteam und das Ensemble suchten dabei gemeinsam für jeden Spielerin einen speziellen thematischen Schwerpunkt für einen Monolog. Jeder sollte damit als Experte bzw. Expertin für einen positiven Blick in die Zukunft stehen können. Die Beschäftigung begann mit einschlägiger Literatur. Yuval Noah Harari, Richard David Precht, Harald Welzer, Henry David Thoreau etc. Mit Donna J. Haraways Text »Unruhig bleiben«, die Verwandtschaft der Arten im Cthulhu-Zen auf Englisch »Staying with the Trouble, Making Kin in the Cthulhu Scene« aus dem Jahr 2018 wurde das Projekt schließlich unter völlig neue Vorzeichen gestellt. Haraways mutige Praxis der spekulativen Fabulation, also der kreativen Erfindung neuer Geschichten, entsprach dabei ideal dem Versuch des Projekts, andere Narrative zu ermöglichen. Haraways zentraler Punkt ist vielleicht, dass die Einsamkeit des Menschen im Zentrum im sogenannten Anthropozän verheerende Folgen für den Menschen und seine Umwelt heraufbeschworen hat. Diesen Befund stellt Haraway eine Science-Fiction-Zukunftsutopie der genetischen Verbindung aller Critter, ihre Vokabel für alle Lebewesen, gegenüber. Diese fürsorgende Verbindung von Mensch und gefährdetem Lebewesen war in der Arbeit ein sinnliches Narrativ, welches Klimakrise und Artensterben konkret erfahrbar machte. Davon ausgehend wurde die Dramaturgie einer Ausweitung der Empathiefähigkeit für das Projekt entwickelt. Von der Vision eines einsam zurückgezogenen Mannes, der auch gerne mal jagen geht, über singend wie sprechend entwickelte feministische Perspektiven einer jungen Frau, technische Innovationshoffnungen, einem Mann, der eine schmelzende Eiskugel zu retten sucht, einem Schauspieler mit Glasknochenkrankheit, der den Traum einer neuen Stadt träumt, bis hin zu einem Chor der Trauernden, die chorisch singend den Schmerz der real stattfindenden Zerstörung zulassen konnten. Diese Entwicklung hin zu mehr Empathiefähigkeit und utopischen Verbindungen mit anderen Lebewesen wurde dabei im Kostümbild von Sabine Kohlstedt sichtbar, mit zunehmenden tierischen Attributen, da sieht man Federn, Farben, Fellen auf und an den Körpern der Spielenden. Die gestiftete neue Verwandtschaft, Haraways Kinship gewissermaßen, wurde sinnlich erfahrbar und im Schlussmonolog thematisiert, der eine Entwicklung der genetisch mit anderen Crittern verbundenen Menschheit über die folgenden 100 Jahre skizzierte. Die Produktion hat damit für mich der theatralen Behandlung der Klimakrise eine sinnlich anschlussfähige Perspektive abgewonnen. Indem die verheerenden Folgen dieser Krise in den sinnlichen Erfahrungsbereich geholt wurden, konnten Schmerz und Trauer, ich bin gleich fertig, über die Entwicklung theatral konkretisiert werden. Die größere zeitliche Perspektive der Science Fiction ermöglichte die Realität der Klimakrise im Theater greifbar, erlebbar und glücklicherweise alternativ denkbar zu machen. Ich bedanke mich. Vielen Dank dir. Während du deinen Applaus bekommst, kommt Nina Gülsdorf zu mir auf die Bühne vom Freien Theaterkollektiv AK Nyx mit einem Projekt am Staatstheater Braunschweig zusammen mit dem AK Nyx. Ja. Guten Abend auch von mir. Ich bin ja gerade schon ein bisschen vorgestellt worden. Meine Hauptfrage in meinen Projekten ist oft, das läuft noch nicht sehr gut.
Ich sage das an. Wie schaffen wir eigentlich gesellschaftliche Verhandlungen über wichtige Themen? Weil wir haben das von Christiane gerade gehört, ne? Preaching to the Converted ist ein Problem. Also wie wird Wissen zur Handlung? Und mir ist heute Abend, also die Dringlichkeit ist uns, die wir hier sind, ja allen klar. Ich lebe in Thüringen, da war gerade Landtagswahl. Die Grünen haben es knapp in den Landtag geschafft. Also, und da sind ja sehr, sehr viele Fragen, wie das gesellschaftlich durchsetzbar ist. Und mit diesem Problem haben wir uns am Thema Mobilität in einer Region, die schwer am VW-Tropf hängt, in Braunschweig beschäftigt. Und ich zeige jetzt kannst du den Film abmachen, vielleicht noch mal kurz mit Ton, ganz kurz. Braunschweig, Autoland, eine Region mit 1 Million Einwohner. Knapp jeder Zehnte arbeitet für Volkswagen. Dass die Autoindustrie jetzt vor tiefgreifenden Umwälzungen steht, bekommen die Menschen hier besonders zu spüren. Zeit, darüber zu sprechen. Zeit, ins Theater zu gehen. Ich will Spaß, ich will Spaß. Autoland beginnt als eine Art Mobilität. Dankeschön. Ich will Spaß ist ja das Motto unserer Zeit. Und wie schafft man uns jetzt diesen Spaß auszutreiben? Wir haben am Anfang eine theatrale Konferenz gefaked, sozusagen mit Schauspielern aus Originalbeiträgen, die wir in der Region gesammelt haben. Und es geht viel um Elektromobilität. Es gibt ja von der Industrie viele Lösungen, wie das gehen, technologielastige Lösungen. Hier im Futurium zu sehen, Technologie macht es möglich. Wir müssen uns eigentlich gar nicht mehr aktivistisch betätigen, sozusagen. Und wir hatten ein besonderes Tool, jetzt steht das Video, das ist jetzt also noch nicht zu sehen, dass die Leute hatten, die olle Konferenztechnik hat uns geholfen, das hat man jetzt gerade da im Bild gesehen. Die Leute konnten sich live einschalten, wir haben also Live-Statistiken erhoben. Hätten Sie jetzt einen Teil in der Hand, könnte ich Sie fragen, wie sind Sie heute Abend hergekommen? Gibt es jemanden, der in den letzten Monaten geflogen ist und so weiter? Es gab sehr interessante Ergebnisse, wir hatten 30% VW-Mitarbeiter, immer im Schnitt im Publikum, das haben wir auch abgefragt sozusagen. Alle sind sich bewusst, dass es eine grüne Wende in Richtung Mobilität, Klimawandel und so weiter geben muss. Wenn wir gefragt haben, seid ihr bereit, Parkplätze zu bepreisen, was ja ein ziemlich kleiner Schritt ist, um Verkehr zu regulieren, dann war das die Bereitschaft schon sehr klein geworden. Irgendwann haben wir dann auch im Laufe der Zeit Live-Veranstaltung gemacht, also Live-Abstimmung gemacht. Es wurde deutlich, dass das Parkett durchaus in der Lage war, sich vorzustellen, SUVs und Fleischkonsum einzuschränken. Der erste Rang schaute fasziniert zu. Und diese Verhandlungen haben wir dann, weil wir wollen ja gerne utopisch auch erzählen. Wir haben einen dystopischen Theaterabend. Die Schauspieler haben sich völlig an die Wand gespielt mit all diesem Wissen, was Sie heute Abend auch gesehen haben. Wir hatten dann Experten aus der Stadt, die ganz konkret sozusagen Leute eingeladen haben, mit ihnen in kleineren Gruppen das dann zu besprechen, sozusagen, was man jetzt vor Ort tun könnte. Und Thomas Ostermeier macht auch tolles Theater. Ja. Warst du fertig oder wolltest du noch? Ja. Und ich freue mich, mit euch ins Gespräch zu kommen über Strategien der Verhandlung, weil ich glaube, wir sind ja nicht alle da, wo wir sind, sozusagen. Danke. Vielen Dank, Nina. Super. Ich bitte Andreas Kohn und Nikolaus Witti auf die Bühne. Sie stellen the 2051 first, I don't know, Munich Climate Conference vor. Und bitte. Hi, Andreas Kohn, mein Name, bin freier Theatermacher aus München. Seit 2009 war ich auf fast allen UNO-Klimakonferenzen. Nikolaus Witti, ebenfalls Theatermacher. 2018 war ich zum ersten Mal auf einer UN-Klimakonferenz in Katowice. Ja, und da begann auch unsere Recherche und Vorbereitung zur Klimakonferenz, die wir als große Wissenschaftskonferenz in München für 2021 planen. Es ist ein retrospektiver Rückblick einer historischen Konferenz, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auffordert, mit eigenen Beiträgen dazu Stellung zu nehmen, wie das Pariser Klimaabkommen entstanden ist, was für ein Kontext, was für Narrative und Diskurse unsere Zeit heute begleiten. Genau, es geht um das Wissen von heute. Wir haben in den letzten Monaten viele Gespräche mit WissenschaftlerInnen geführt und gefragt, unter welchen Bedingungen könnt ihr euch das vorstellen, dass so ein spekulativer Ausgangspunkt, dieser Rückblick aus 2051, ein Rahmen sein kann, in dem man eine ernsthafte Arbeit schreiben kann, die man dort präsentiert. Und
Ja, mit Frau Boetius haben wir noch nicht gesprochen, mit vielen, aber das möchte ich unbedingt nachholen. Das Wichtige ist für uns, das Feedback ist enorm positiv. Das war für uns so der Proof of Concept, dass das ankommt. Und um vielleicht ein Beispiel zu nennen, um das greifbar zu machen, ein Politikwissenschaftler schreibt eine Diskursanalyse, die sich bezieht auf den Rahmen 2015 bis 2025 und hat dadurch einen empirischen Teil und schafft sich selber einen spekulativen Rahmen. Da sind wir auch schon bei Inszenierungsstrategien. Wir tauschen uns mit den Forschern aus, was für Formate können sie sich vorstellen, wie kann ein wissenschaftlicher Vortrag in der Zukunft aussehen. Wir beschäftigen uns mit Partizipation, wie lässt sich ein möglichst großes Publikum unterschiedlichster Motivation von der Herkunft her interessieren und einbinden, was für Interaktionsformen sind dafür möglich und nötig und wie sehen die Räume dafür aus? Da setzen wir auf Verschiedenes aus der Trickkiste der Immersion und Medialität. Genau, Anreise per Flugzeug akzeptieren wir nicht. Das ist ein bisschen ideologisch, das macht ein großes Problem sichtbar. Und vor allem macht es das Thema Virtual Participation von einer Option zu einer Notwendigkeit. Das verändert ein bisschen die Medialität der ganzen Konferenz und es bringt uns zur Frage, wer ist dort eigentlich repräsentiert? Und dort wollen wir einfach den globalen Süden deutlich mehr repräsentieren, als es sonst der Fall wäre, wenn wir hier einladen würden. Dann sagen wir vielen Dank. Ich danke euch und weiteres im Anschluss. Als nächstes kommt Tina Müller und stellt ein Stück vor, was am Schauspiel Frankfurt bereits produziert wurde. Herzlich willkommen. Oder? Ne? Danke. Nein, das ist eine Verwechslung. Am Schauspiel Frankfurt arbeite ich gerade mit, genau. Mit 180 Jugendlichen zu Zukunft, Generationsgerechtigkeit und Klima. Das wird bestimmt toll im Mai, aber das möchte ich jetzt nicht erzählen, sondern ich will ein Kindertheaterstück präsentieren. Und zwar, weil ich es eben genau, da passiert es nicht. Im Kindertheater hast du eben die breite Bevölkerung auch im Publikum, also die Kinder zumindest, aber aus allen verschiedenen Schichten und kulturellen Ecken. Und deswegen liebe ich auch für Kinder Theater zu machen so sehr. Es ist Planet der Hasen, das am Theater Bremerhaven uraufgeführt wurde. Und das habe ich geschrieben, bevor der erste Klimastreik hier stattgefunden hat. Deswegen, das merkt man dem Stück so ein bisschen an. Aber trotzdem ist es sozusagen für die Kids, die das jetzt angucken, auch immer noch eine Bestätigung. Und die fühlen sich irgendwie verstanden darin. Ein Hase und ein Kaninchen sitzen an einem Pool. Sie trinken Cocktails und es geht ihnen extrem gut. Der einzige bisschen Nachteil an der Situation ist, ihr Planet explodiert in 10 Tagen. Und es geht eben um diese Gefühle, na, wie gehen wir mit dieser ganzen Ignoranz um, wie gehen wir damit um, dass wir nichts tun. Das Kaninchen, das ja gruppenfähig ist, möchte dann was unternehmen, während der Hase, der keinen Bock hat und ich bezogen ist, sich in Ignoranz übt. Und es wird dann schnell klar, die Tage ziehen so dahin und auf nur Technik setzen bringt es irgendwie nicht, nur Verzicht rettet sie nicht, verbuddeln in einem Erdbunker bringt es auch nicht so ganz und auswandern auf einen anderen Planeten auch nicht, weil den gibt es irgendwie nicht. Und dann krachen auch noch die Hasen- und Kaninchen-Ideologien hart aufeinander und sie entfernen sich auch noch absurd von diesem Thema, was immer näher auf sie zurückt. Und erst ein Monolog, den ich frei nach Naomi Klein geschrieben habe, den ich euch jetzt zeigen möchte, überzeugt dann auch den Hasen zum Handeln. Meiner Meinung nach ist Zusammenhalt unsere allerletzte Chance. Von mir aus können sogar die Meerschweinchen mitmachen. Na, aber auf keinen Fall die Meerschweinchen. Was hast du denn gegen Meerschweinchen? Ja, sie quietschen unerträglich. Außerdem wollen sie immer gestreichelt werden. Ich kenne kein einziges Meerschweinchen, das überdurchschnittlich gerne gestreichelt wird. Ganz im Gegenteil. Einige von ihnen haben sich in den letzten Monaten gegen den allgemeinen Streichelzwang in Kleintierzoos stark gemacht. Sie müssen dabei sein, wir brauchen sie auf jeden Fall. Genauso wie die Eichhörnchen, die sich mit ihren Baumhütten gegen die Abholzung ihres Waldes stark machen. Oder die Braunbären, die ihren weißen Kollegen vom Nordpol Zuflucht bieten.
Und auf jeden Fall müssen die Schnecken dabei sein, die sich für eine allgemeine Langsamkeit stark machen. Und unbedingt müssen die Robbenscharen dabei sein, die die Erdölplattform besetzen. Und die Pferde, die für eine Gleichstellung von Maultieren kämpfen. Und die Wale, die den Weltfrieden besingen. Und die Füchse. Aber wenn du die Füchse fragst, bin ich weg. Die Wichse, die neuerdings nur Spinat und Pilze essen. Und auf jeden Fall müssen die Hamster dabei sein, die sich weigern, weiter am Rad zu drehen. Wie viel Zeit haben wir noch? Super. Kai Pattberg kommt zu mir. Theaterkollektiv Schmarrnintelligenz. Und du erzählst uns, was sich dahinter verbirgt. Ja, genau. Erst kurz zu uns. Also wir sind ein Theater- und Performance-Kollektiv mit einem Hauptkern von 4 Leuten und unsere Arbeitsschwerpunkte liegen in Berlin und in Nürnberg. Und in der Vergangenheit haben wir uns eher mit Genres in der Popkultur beschäftigt, Vampire, Science-Fiction und zuletzt hatten wir eine Western-Premiere, da seht ihr auch noch das Bild. In einem aktuellen Projekt beschäftigen wir uns aber auch mit dem Klimawandel und das tun wir aber vielleicht auch eher in so einer indirekten Form, weil wir setzen uns gerade in unserem aktuellen Projekt eher mit der Leugnung des Klimawandels und entsprechenden Verschwörungstheorien und rechten Narrativen, die sozusagen diese Leugnung bestärken, irgendwie auseinander. Sozusagen steht nämlich im Kontext von einem größeren Projekt und das aktuelle Projekt von uns heißt die Jahreshauptversammlung der BRD GmbH. Genau, und zwar beschäftigen wir uns insgesamt gerade mit Verschwörungstheorien, rechten Narrativen, mit dem Ziel, diese im Theater auch mit Mitteln der Satire zu dekonstruieren. Und wir haben uns gedacht, ja, wenn, also ihr kennt sie ja vielleicht, diese Reichsbürger, die davon ausgehen, dass wir in einer GmbH leben. Und haben wir gesagt, ja, das stimmt eigentlich. Und wer ist der Vorstand von dieser GmbH? Das ist natürlich die Schmarrnintelligenz, die. Und in diesem Sinne haben wir zu einer Jahreshauptversammlung eingeladen. Und im Rahmen dieser Jahreshauptversammlung berichten verschiedene Abteilungen, zum Beispiel Islamisierung des Abendlandes und großer Austausch über die aktuellen Erfolge, die wir erzielen. Und wir versuchen so mit Mitteln von Satire, das auch entsprechend uns damit auseinanderzusetzen, haben festgestellt, irgendwie Frühsexualisierung, Genderideologie, das geht in Deutschland gerade voll ab und das Jahressoll ist fast erfüllt. Und wir haben aber noch ein weiteres Modul und das beschäftigt sich eben mit dem Klimawandel und der Ökodiktatur. Und ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Ja? Wo? Ah ja, da ist es schon. Genau, dass immer verschiedene Mitglieder einzelner Abteilungen der Firma sozusagen zugestaltet werden und immer berichten, wie der aktuelle Stand ist. Und gerade dieses Modul zum Thema Klimaleugnung, an dem arbeiten wir gerade noch. Das heißt, wir recherchieren gerade, was sind Verschwörungstheorien, wie wird sozusagen von rechts der Klimawandel geleugnet, welche Narrative werden da benutzt und vielleicht auch mit welchen anderen Verschwörungstheorien geht das Hand in Hand, inwiefern werden da auch antisemitische Stereotypen und Ähnliches auch mit benutzt. Genau, das heißt, da sind wir gerade noch in der Recherchephase, also wenn sich da Leute auskennen mit vielleicht auch diesen Szenen, aus denen das viel aktiv betrieben wird, dann würde ich mich da über Gespräche freuen und genau, und mal schauen, welche Fragen sich dann die Abteilung Klimawandel und Ökodiktatur berichten wird. Wir haben so Fragen mal aufgeschrieben, ist der Klimawandel eine Vorstufe für die Zwangsmüslisierung Deutschlands? Wofür stehen Windräder wirklich? Und sind Greta Thunberg und Robert Habeck vielleicht Außerirdische oder Reptiloiden? Wir wissen es noch nicht. Wir werden es hoffentlich herausfinden und hoffen, dass manche Leute doch gewisse Fake News und bestimmte Vereinfachungen nach dieser Performance etwas deutlicher geworden sind. Danke. Sehr gut, vielen Dank. Ich glaube, da freut sich Frau Boetius über die Komödie. Sehr schön. Ja, als nächstes kommen Janet Mickern und Michael Müller vom Theaterdiscounter. Kurz zur Erklärung, ihr zwei habt 6 Minuten, weil ihr ein ganzes Festival vorstellt und deswegen Bühne frei. Habt ihr ein bisschen mehr Zeit bekommen, weil es eben gleich ganz viele Projekte auf einmal sind. Bitteschön. Ja, guten Abend. Wir sind Michael Müller und Janet Mickern vom Monologfestival, künstlerische Leitung am Theaterdiscounter Berlin. Das Monologfestival findet alle 2 Jahre statt. Es entstehen für jede Festivalausgabe jeweils 10 Uraufführungen von KünstlerInnen der freien Szene, also 10 Theaterstücke zu einem gemeinsamen aktuellen Thema.
Die aktuelle Ausgabe, diesen November schon, wurde von einer wenig betrachteten DPA-Meldung inspiriert, und zwar von Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, immerhin der Sprecher der Vereinigung fast aller Länder dieser Welt. Und dieser hat Alarmstufe Rot für unsere Welt ausgerufen. Das war vor 2 Jahren. Alarmstufe Rot, dazu gibt es keine Steigerung. Alarmstufe Rot, das heißt unmittelbare Gefahr, drohender, unabwendbarer Schaden für die Welt und damit für die Menschheit. Es gab ein paar kleine Meldungen und Kommentare in der Presse zu dieser Meldung und sonst nichts. Keine aufleuchtenden Signallampen, keine Dauerberichterstattung im Fernsehen, kein sofortiger Krisengipfel aller Regierungen der Welt. Business as usual, wie immer. Und wie kann man so eine komplexe und drastische Warnung dann vermitteln? Und unsere Grafikerinnen finden, das macht man so. Das ist unser Festivalmotiv. Genau, die meisten Menschen in Europa nahmen also keine Kenntnis von dieser Meldung, weil sie mit ihrem Leben wenig zu tun hat. Ihre Dringlichkeit ist im Alltag auch heute nicht erlebbar. Deshalb haben wir beschlossen, eben dieser Warnung und der zugrunde liegenden Realität eben dieses Monologfestival 2019 dieses Jahr zu widmen und haben 10 Gruppen aus der freien Szene aufgefordert, in Solos Stellung zu beziehen. Uns interessiert, was kann der Monolog als Form und als Genre und wo gleitet die Abfolge von Einzelstimmen in den Dialog? Das ist auch politisch eine wichtige Frage und beim Monologfestival treffen deshalb an jedem Abend 2 bis 3 voneinander komplett unabhängige Solopositionen zum Thema Alarmstufe Rot aufeinander. Im Monolog stellt sich eine einzeln zur Disposition. Das ist im Theater wie im gesellschaftlichen Feld der Moment, wo sich unmissverständlich zeigt, die Positionierung der Einzelnen ist relevant, erlangt aber nur in der Beziehung zu anderen Wirkung. Und das gilt nicht nur für Personen und Figuren, sondern eben auch für Themen. Und heute und hier liegt der Fokus auf dem Thema Klima. Aber in das Feld der virulenten Krisen gehören weitere wie Kriege, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus, Populismus sowie die strukturelle Ungerechtigkeit in der Weltökonomie. Die Interdependenz dieser sich gegenseitig befeuernden Krisenbrandherde macht die Gesamtlage so verheerend. Wir können keine einzige globale Krise unabhängig von den anderen lösen. Mit dem Monologfestival fragen wir nach dem Vorhandensein eines Gefühls für das Ganze, also für das, was die Menschheit nicht nur als abstrakter Begriff, sondern als unumstößliche Realität bedeuten könnte. Und wenn wir das als Vorzeichen annehmen, dann ist die relevanteste Frage unserer Gegenwart. Ja, nicht alle Monologe dieses Festivals befassen sich also mit dem Thema dieser Konferenz, aber einige tun es sehr explizit und diese stellen wir jetzt in einem Schnelldurchlauf kurz vor. Also es ist eine Auswahl von 6 Monologen des Festivals. In einem klassischen Monolog erteilen No Mermaids den Frauen, die Mutter Erde sind, das Wort. What the fuck habt ihr mit meinem Körper angestellt? Mit Punk-Attitüde und Poesie nehmen sie die Perspektive des Planeten ein. Dabei suchen sie nach Handlungsmöglichkeiten in einer klimadepressiven Gegenwart und verschränken die Perspektive der heutigen Kindergeneration mit den vielfältigen Facetten von Mutterfucking Erde. Copy and Waste fragen in ihrem filmisch untersetzten Diskurstheater, ob das Vergnügen an Katastrophenszenarien und postapokalyptischen Perspektiven in Filmen Anteil daran hat, dass wir Greta Thunbergs Panik nicht im selben Maße teilen. Hat Hollywood diese Panik sabotiert durch die ewige Wiederholung des Weltuntergangs? Das ist doch nur eine Phase, das mit uns, oder? Und die geht vorbei. Und auch danach ein komplettes Makeover des Planeten. Eine der verdientesten Gruppen der Performance-Theater-Szene, Showcase Beat-Le-Mont, spielen nicht Theater, sie zeigen lieber etwas, deuten auf einen wunden Punkt fast ohne Sprache. Blickten die Performer in ihrer letzten Produktion noch auf die unvermeidliche 5. Jahreszeit in Zeiten der Klimakrise, die Dead Season, behaupten sie jetzt, Alarmstufe Rot ist, wenn Liebe ist. Internil waren lange vor uns alarmiert. Statt zu mahnen, ziehen sie in dieser Lecture einen radikalen Schlussstrich und fordern die ZuschauerInnen heraus, angesichts des Zustands unseres Planeten und der Verfasstheit der Menschheit das Handtuch zu werfen. Nach Performances zu NSU, Dschihadisten, Neuen und Alten Rechten, zu Konflikten in der Ukraine, Syrien und Israel und zum Untergang Europas zieht Arne Vogelgesang 2019 auch ökologisch eine klare Bilanz. Zeit aufzuhören. Es ist zu spät für Krisenentertainment. In 3 verschiedenen Audiowalks zur Weltzeituhr verhandelt Tarek Götzke die Frage, wer aussterben soll, der Mensch, alle oder niemand. Die hintergründigen Elementarwesen Luft, Wasser und Boden leiten uns mit
leiten uns mit ihrer Stimme und verfolgen ihre je eigene egoistische Mission. Mit mythologischen, historischen und aktuellen Fakten versuchen sie, die Zuhörenden auf ihre Seite zu ziehen und selbst einer tickenden Zeitbombe möglichst geschickt zu entkommen. Tausende Hektar Wald werden zu Asche. Inspiriert von David Bowie und unter dem Eindruck der katastrophalen Waldbrände der letzten Jahre beschreibt das Duo Balletti Vars eine postapokalyptische Welt. Punkt. Der poetische Monolog Ashes to Ashes spricht von einer inneren Landschaft, die gemeinsam mit der Landschaft draußen in Flammen aufgeht. Von einem verzweifelten Sich-Suchen inmitten des Rauchs, inmitten einer entstehenden Wüste. Die Erinnerung der Welt löst sich in Rauch auf. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Uraufführung dieser und tatsächlich vieler weiterer Monologe am 14. bis 24. November zur Klimadebatte verhalten werden und positionieren werden. Vielen Dank. Genau. Und noch kurz dazu, einige der Monologisten sind heute Abend auch hier im Publikum, also ihr könnt ihr auch gerne direkt ansprechen. Vielen Dank. Vielleicht möchten sich diejenigen, die das betrifft, kurz melden oder so, dann, dass ihr euch kurz zu erkennen gebt, die da teilgenommen haben am... Zum Beispiel Arne ist da drüben. Ja, oder ja, ihr kommt auch so ins Gespräch, hoffentlich. Genau. Als nächstes darf ich Ulrike Süha zu mir bitten, die ein Projekt vorstellen wird, das in Planung ist. Darüber erzählst du uns jetzt etwas oder schon begonnen hat. Ja. Hallo, ich bin Ulrike Süha. Ich bin heute hier als... in meiner Funktion als Autorin. Das Projekt, was ich vorstelle, ist ein Projekt, das angestoßen worden ist durch das Oldenburgische Staatstheater, das mich als Autorin angefragt hat, weil sie seit längerem eine Kooperation haben mit dem Hanse-Wissenschaftskolleg. Frau Boetius wird es wahrscheinlich kennen, in Delmenhorst. Kann ich mal eine weiter haben? Da sehen wir das, Hanse-Wissenschaftskolleg. Die haben noch eins weiter. Die haben unterschiedliche Bereiche, da sind Fellows aus allen Bereichen der Wissenschaft anwesend, die dort leben und forschen. Es gibt aber auch eine Abteilung Arts and Literature, da werde ich mich zuordnen. Ich werde da 4 Monate mit den Wissenschaftlern zusammen leben. In dieser Zeit Interviews führen, Laborbesuche machen, an Konferenzen teilnehmen. Das Thema meiner Recherche wird ein bisschen der Stand der Klimaforschung tatsächlich sein. Mich interessiert die Frage, was ist sozusagen jenseits der populärwissenschaftlichen Kenntnisse, die wir alle zu haben glauben, was ist eigentlich wirklich der Kenntnisstand der Zeit? Wir kennen meistens die Resultate, wir kennen Tabellen, aber wie forschen Klimaforscher eigentlich wirklich? Was machen sie während ihrer Arbeit? Wie arbeiten sie zusammen? Wie funktioniert die Zusammenarbeit über Grenzen und Nationen hinweg? Welche Einflussnahme aus der Wirtschaft, Politik, aus der Religion oder aus anderen Bereichen gibt es oder ist gefürchtet? Und wie funktioniert auch die digitale Zusammenarbeit, wenn persönliches Zusammenkommen nicht möglich ist? Daraus soll ein Stück entstehen. Können wir mal eins weitermachen? Danke. Das wird tatsächlich kein Dokumentarstück sein, sondern wirklich ich bin Dialogautorin, also sehr altmodisch in dem Punkt. Das wird tatsächlich eine Handlung und einen Plot haben und das soll eingebunden sein in eine Art Wissenschaftskrimi, wo die Wissenschaftler, von denen wir alle nicht so genau wissen, wie sie eigentlich wirklich arbeiten, Hauptakteure der Handlung sein sollen. Und noch ein Bild weiter. Es gibt auch noch das Fiction Meets Science, ist das Projekt, was dieses Art and Literature Programm unterstützt. Die sind an der Universität in Bremen ansässig. Ist vielleicht auch eine ganz interessante Recherche, auf die Seite mal zu gehen, weil die forschen sozusagen über die Darstellung von Wissenschaft in der Kunst. Das ist deren Forschungsgebiet. Das wär's schon. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Und zum Schluss dieser sehr kurzen Runde bitte ich Daniel Krämer zu mir auf die Bühne. Hallo. Und du hast auch 3 Minuten Zeit für jetzt, wir wissen ja, was uns droht, die Apokalypse. Okay, es geht weiter. Boom, boom, boom. Ich liebe es. Es ist wie auf Kokain oder so. Ich habe noch nie Kokain genommen, aber es kommt mir so vor. So viel Input. Ich möchte gerne ein Stück haben auf einer großen Bühne, das ein großes, transformatives, sehr humorvolles, sehr lustvolles Ritual ist. Also eigentlich ein schamanisches Ritual, aber getarnt als Las Vegas-mäßige queere Show mit großer Band. Und sehr vielen Show-Einlagen und einem Publikum, das an Tischen sitzt und bewirtet wird, am Anfang noch. Irgendwann gibt es dann kein Wasser mehr, nur noch für die da hinten. Dann ist auch die Frage, vielleicht wollen die sich dann abschotten vor den anderen. Es gibt also sehr viel Publikumsinteraktion, transformativ. Also ich habe ziemlich viel mitgenommen, auch von Ihnen als Input, weil genau diesen Wunsch habe ich. Ich möchte Humor und ich möchte vor allem einen Abend machen,
wo am Ende die Leute rausgehen, völlig euphorisiert, durch das Erlebnis mit anderen was zu machen und so richtig Bock darauf haben, diese Aufgabe, diese tolle Aufgabe in Angriff zu nehmen, die Welt zu retten, statt zerknirscht und schuldbewusst von einem riesen Ballast von Daten nach Hause zu schleppen oder in SUV zu packen und am nächsten Morgen so weiterzumachen, nur mit noch mehr Schuldgefühlen. Und das soll dieses Stück halt nicht sein, sondern es soll Songs geben. Ich mache schon relativ lange jetzt Stücke, die immer so eine Art Simulation von real existierenden Dingen sind, wo dann die Welt als veränderbar erlebt werden kann. Und im Moment stehe ich auch meistens dabei auf der Bühne. Und irgendwie haben die Partner-Theater, mit denen ich sonst so arbeite, alle gesagt, ja, nee, irgendwie, das ist schon seit anderthalb Jahren will ich das machen. Ja, vielleicht kannst du es mal im Foyer machen oder haben wir jetzt kein Geld für die Band und dann müssen wir dich immer einfliegen. Und ich finde das so ein bisschen schade und um das ganz vorsichtig zu sagen. Und ich habe das Gefühl, hier sind vielleicht heute noch ein paar Leute anwesend, wenn sie nicht am Buffet sind, die ein ganz gutes Budget haben. Vielleicht irgendein geiles Festival oder so. Ich brauche einfach PartnerInnen, weil das wird total geil. Das wird total abheben. Es wurde jetzt zuletzt noch Taylor Mac hier in den Berliner Festspielen total abgefeiert. Auch sehr problematisch, finde ich. Aber eben diese Idee davon, dass man durch Show eigentlich so eine Art Traumatherapie machen kann, finde ich total schlagend. Und einfach aus dieser Lähmung rauszukommen. Das wünsche ich mir. Ich bin, also wenn Sie sich fragen, wer ist dieser Irre? Ich mache auch professionell Theater seit 17 Jahren. Ich habe auch einen Preis gekriegt. Ich war auch mal beim Stückgemarkt des Theatertreffens. Das kann man alles nachlesen. Und ab Freitag kann man mich auch im Gorki-Theater sehen. 1.8.9. Das Wunder der Liebe. Kommen Sie vorbei. Ich kann Ihnen vielleicht noch eine... Ich kann leider keine Karte besorgen. Aber genau. Soweit bis hierhin bitte ansprechen. Jo. Also wenn sich da keine Partner finden, Partnerinnen, dann weiß ich auch nicht. Da gucken ja auch ganz viele Leute den Livestream jetzt. Also die haben das ja auch alle gehört, hoffentlich. Ich danke euch allen, die vorgestellt haben und allen, die zugehört haben und jetzt wahnsinnig inspiriert sind. Sehr, sehr herzlich. Ich fand es großartig, so eine große Bandbreite an ganz unterschiedlichen Formen, Inhalten, Versuchen, wie man so einer Thematik irgendwie beikommen kann, zu hören oder zu sehen. Und jetzt haben wir auch endlich uns den Wein verdient, würde ich sagen, und können nach unten gehen zum Empfang und trinken und quatschen. Und ich wünsche euch allen noch einen sehr schönen Abend. Vielen Dank. Applaus